heute Abend ist der Kollege Alexander Radwan für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ja die Diskussion gerade gehabt von Herrn Kollegen Steffel und von der Kollegin angesprochen. Ich gehe davon aus, die Linke wird einen entsprechenden Antrag in absehbarer Zeit wiederbringen und vielleicht nehmen Sie dann unsere Anregungen auf, Ihre Ziele so darzulegen. Wenn Sie sie immer aufnehmen, dann freue ich mich umso sehr, dann werde ich demnächst mal darauf zurückkommen, wenn Sie die Anregungen immer aufnehmen. Nicht Versprechen geben, die man nicht halten kann. Aber unabhängig davon, Sie haben also vorhin in Ihrer Argumentation dargelegt, was passiert denn, wenn eben der Anleger sein Geld verloren hat, weil eine entsprechende Insolvenz da ist. Und da muss man die Frage stellen, wir sprechen vom Verbraucherschutz und auf der anderen Seite, wie können wir entsprechend dann dafür sorgen, dass er möglicherweise den Schaden, den er hat, auch durchsetzen kann. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Darum lassen Sie mich nochmal grundsätzlich sagen, es wurde ja schon ausführlich gesagt, dass der Verbraucherschutz eine ganz andere Priorität bekommen hat. Ursprünglich war die Finanzaufsicht zuständig für die Marktstabilität, für die Risiken, für die makropotenzielle Aufsicht. Diese wurde jetzt ergänzt, in Deutschland sukzessive und immer weiter ausgebaut durch den Verbraucherschutz, durch den kollektiven Verbraucherschutz, dass Produkte angeschaut werden, dass Geschäftspraktiken angeschaut werden, dass hin bis Produkte verboten werden kommen. Es gibt ein breites Feld also, wo die BaFin die Aufgabe hat, entsprechend zukünftig tätig zu werden. Und zwar nicht nur dann, wenn allgemeine Hinweise, sondern auch auf Einzelhinweise. Also wenn entsprechend jemand sich gegenüber der BaFin äußert, wenn die BaFin entsprechende Einzelfälle mitbekommt, kann sie tätig werden und kann dafür sorgen, dass der Verbraucherschutz entsprechend zur Geltung kommt. Das sollten wir hier nicht ausblenden, dass hier eine entsprechende Weiterentwicklung stattgefunden hat. Und jetzt stellt sich für mich die Frage, wie gehen wir die nächsten Schritte? Und da ziehe ich mal eine Parallele dazu. Wenn dann entsprechende Schaden eingetreten sind. Wir haben andere Bereiche des Verbraucherschutzes. Wir haben es im Bereich der Hygiene, dort haben die Landratsämter die Zuständigkeit, entsprechende Maßnahmen und Betriebe zu kontrollieren. Wir haben es im Umweltschutz. Und Sie haben für mich irgendwie das System, wenn jetzt also das Landratsamt im Bereich der Hygienevorschriften zuständig ist, sollen Sie am Schluss auch noch dafür sorgen, dass derjenige, der den Schaden hat, auch den auch geltend machen kann. Und das ist eben nicht die Aufgabe hoheitlichen Handelns. Den Schaden ist zu beziffern und durchzusetzen, dafür haben wir die Gerichte. Und darum, Frau Karawanski, da bin ich auch froh. Weil die Gerichte sind dazu da, hoheitliches Handeln und dann eben entsprechendes auch zivilrechtliches Handeln neutral, unabhängig zu überprüfen. Und sollte zum Beispiel die BaFin-Hinweisen nicht nachgekommen sein, sollte die BaFin entsprechend falsch gehandelt haben, wird dann auch das Handeln der BaFin entsprechend auch gerichtlich überprüft werden. Und das ist für mich das Wichtige, dass wir dafür sorgen, dass weiterhin unabhängig davon die Möglichkeit vorhanden ist. Wir erleben das ja gerade bei den Bausparkassen. Die Bausparkassen haben entsprechende zivilrechtliche Kündigungen vorgenommen. Da häufen sich momentan die entsprechenden Gerichtsverfahren. Wir erleben Land auf, Land ab die unterschiedlichsten Entscheidungen zu dem Bereich. Das wird dann letztendlich in der letzten Instanz entschieden. Aber die Menschen kommen bei uns zu ihrem entsprechenden Recht, wenn es um den Schaden geht. Und darum bitte ich Sie, erwecken Sie hier nicht den Eindruck, dass hier die Verbraucher letztendlich rechtslos sind. Sie haben die Möglichkeiten, dieses entsprechend einzuklagen und durchzusetzen. Und darum werden wir auch von unserer Fraktion den Antrag entsprechend ablehnen. Besten Dank. So, nun ist auch das geklärt.